الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Der 35. Hadith, Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, beneidet euch nicht gegenseitig, betrügt euch nicht gegenseitig durch Nennung eines höheren Preises von anderen Kaufinteressenten ohne Kaufabsicht. Hasst euch nicht, wendet euch nicht voneinander ab, macht euch nicht gegenseitig den Handel streitig. Und seid Diener Allahs und Brüder in Brüderlichkeit. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er tut ihm kein Unrecht, lässt ihn nicht im Stich, lügt ihn nicht an und schätzt ihn nicht gering. Erniedrigt ihn nicht. Die Gottesfurcht befindet sich hier und er deutete 3-mal auf seine Brust. Es genügt für eine Person an Übel, ihren muslimischen Bruder gering zu schätzen. Der gesamte Muslim ist für den anderen Muslim unantastbar. Sein Blut, sein Besitz und seine Ehre. In diesem Hadith hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Gründe verboten, welche zu Feindseligkeit und Hass unter den Muslimen führen. Sei es im Handel, wie es nicht erlaubt ist, dass du dich in ein Geschäft einmischst, welches schon zwischen 2 Personen begonnen hat, und auch, dass man nicht den Preis beim Steigern erhöht, ohne die Absicht, es kaufen zu wollen. Ebenfalls hat er, sallallahu alaihi wasallam, verboten, dass man sich gegenseitig boykottiert unter den Muslimen. Außer yani, die erlaubten Gründe, welche die Ulama aufgezählt haben. Und er hat die Muslime dazu aufgefordert, dass sie sich gegenseitig lieben und vereinte Brüder sind. Und die Brüderlichkeit im Islam bedeutet, dass du ihm das Gute gibst, so sehr du kannst, und von ihm das Schlechte abwendest, so sehr du kannst. Ebenfalls die Gefahr, dass du jemanden gering schätzt. Ich schätze deinen islamischen Bruder nicht als gering. Vielleicht ist die Person, die du gering schätzt, besser bei Allah subhanahu wa ta'ala als du selber. Deswegen genügt es an Übel für die Person, seinen muslimischen Bruder als gering zu schätzen. Im Hadith ist der Wert von der Taqwa. Und zwar, dass der Mensch abhängig von der Taqwa beurteilt wird. Und nicht von seiner Nationalität oder Hautfarbe. Sondern, inna akramakum indallahi atqakum. Der Vorzüglichste von euch bei Allah ist derjenige mit der meisten Taqwa, mit der meisten Gottesfurcht. Im Hadith ist der Beweis, dass die Taqwa sich im Herzen befindet und dass, wenn die Taqwa sich im Herzen befindet, dass es auch äußerlich bei den Körpergliedern und Zunge und alles, was der Diener macht, zum Vorschein kommt. Und im Hadith ist es, dass der Muslim für den gegenüber seinem muslimischen Bruder seine Ehre, sein Besitz und sein Blut haram ist. Yani er darf sich dem nicht nähern. Er muss es als wertvoll ansehen und ihn darin nicht Unrecht zufügen. Na.